So, meine lieben Freunde, mit dieser wundervollen Musik begrüße ich Sie zu einer neuen Runde Dota 2 Overwatch. Jetzt meine Webcam weg und ihr könnt euch die Relikte anschauen, was es gibt. Ich bin Krieger, weil ich bin mir sicher, dass Blend die Runde reinkommen wird. Und dann sieht er eine wunderschöne Kriegerrunde, der freut sich. Ne, ist einfach ein guter Kriegeranfang, gerade mit Doppelt X und Tusk. Könnt mir nichts Besseres vorstellen für den Anfang, außer Triple X. Aber X kommt im nächsten Roll mit Juggernaut zusammen. Nächster Roll ist X plus Doppelt Juggernaut. Ist mein Call. Manche haben schon beschwert, dass man die Kämpfe nicht anschaut. Die insane Kämpfe. Manchmal schon in den Kommentaren. Aber ich finde immer die ersten drei Runden, die sind eh lame. Da braucht man nicht so gucken. Da kann man das auch offen lassen einfach. Ich komme nicht mehr zurück in meine Ausgangssituation. Ah, hat nicht ganz so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ist trotzdem gut. Was war jetzt hier nochmal? Um es mit euch zusammen zu gucken. Ich glaube, so ist das richtige Ding übrigens. Es gibt Echo-Relikt auf jeden Fall gut, es gibt March of the Beasts. Ja, schauen wir mal. Vielleicht, wenn ich danach noch eine mache. Nee. Da muss Ben früher aufstehen einfach, was soll ich sagen. Ich habe heute noch viel zu erledigen, in den nächsten 4 Tagen muss ich wieder arbeiten. Bis Samstagabend muss ich wieder schaffen dann. Heute muss ich noch sehr viele Dinge tun. Ja, ja, so ist das. Der Stress hört nie auf. Boah, man, die Cap probieren. Nee, die ist es nicht. Und dann buggt die Runde. Buggt, Alter. Das ist gerade mit den Kriegern auch zu stark. Damit würde ich meine Krieger kaputt machen damit. Das möchte ich nicht. Ich möchte das bitte nicht. Oh, Mana einmal. Nehmen wir einfach mit. Mana. Mana. So, ich hätte es gerne entweder richtig fett Todestanky mein Vanguard oder ich hätte gerne Heal Boots. Die Blitze habe ich ja auch OP gecallt, da muss ich die Blitze jetzt nehmen. Ich habe sie letztes Mal OP gecallt, ich kann die jetzt nicht einfach liegen lassen. Oh, das ist ein Double Juggernaut, den ich vorgecallt habe noch. Ist ja witzig. Kommt der einfach jetzt. Enchanted, I'm sure. Das wird echt eine wilde, chillige Kriegerrunde sein hier. Wenn ich das hier richtig erörtere. So, Ex. Was machen deine Blitze? Carryen sie oder carryen sie nicht? Dreimal ohne Blitz, viermal ohne Blitz, fünfmal ohne Blitz, sechsmal, einmal Blitz, okay, beim sechsten Mal war Blitz, aber es sind auch 20% Chance, das kommt dann ungefähr hin. Ja, war okay, war glaube ich genau im Schnitt wieder mal. Ich bin einfach so ein Schnittspieler. Oh, warte mal, Blitz, warte mal, es hat Blend ja geschrieben. Bin ich dumm? Also ja, aber das hat der Blend sogar geschrieben. Das habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt gerade. Wann hat ein Blend Hallo geschrieben? Wann hat ein Blend Hallo geschrieben? Ach hier, moin moin. Lol. Ich habe gar nicht gelesen, dass die Nachricht vom Blend kam vorher. Ja, servus Blend. Guck mal, ist doch schön, dass ich Krieger für dich spiele, oder? Das ist ein Dream. Ist auch gar nicht Lost Kappa. Dankeschön. Ja, ich glaube, ich sollte gerade trotzdem Level abgehen für eine Unit mehr. Ich hoffe halt die ganze Zeit, dass wenn ich nicht Level abgehe, erstmal kann ich auf 10 Gold gehen und ich habe bessere Chancen den Tast zu ziehen. Wenn ich Level abgehe, gehen direkt runter die Chancen, auf 45%. Den Tast hätte ich noch gerne mitgenommen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich jetzt einen Juggernaut gleich hochziehe, bin ich OP schon. Nur den Juggernaut hochziehen, dann bin ich OP. Dann wird einfach ignoriert. So läuft das manchmal. So läuft das manchmal im Leben. Oh, meine Frau macht heute gebratenen Reis, geil. So schön mit Karotte und ein bisschen Hühnchen und Zwiebeln drin und Gewürzen. Ich liebe das. Ja, komm, jetzt gehen wir Level up. Paul geht auch nie ran, wenn ich ihn abends Video call. Du hast mir noch nie in deinem ganzen Leben hast du mich Video gecallt am Abend. Erzähl doch keine Geschichten hier. Erzähl doch keine Storys. Wenn du Man hat Kristen und mir ja auch nicht nochmal extra Hallo gesagt, wie sonst immer. Also war schon traurig, dass das. Da passt was, dass er von dir ignoriert wurde. Paul, okay, sehr gut. Es gibt immer noch einen Unterschied, aber auch zwischen ignoriert und übersehen. Ich würde es immer klargestellt haben.
Same, same, but different. Lol. Was? Was? Kühler? Don Duo, irgendwas. Komm, Juggernaut jetzt, bitte. Gib mir einen Juggernaut im Roll. Und zwar genau hier, in der Mitte, wo es einem gefällt. Oh nee, Mann. Ich komme hier nicht so viel weiter, wie ich gerne würde. Gucken, dass Juggernaut ganz, Timber auch noch ganz gut ist. Ich frage jetzt, ob der besser ist oder der Warrunner. Na gut, die voll Early Old ist natürlich ganz nice mit meinem Teamzeug nachher noch. Aber ich bin gegen Level 2er und gegen Mana und gegen Pure Damage. Aber wir haben eine Unit mehr und haben einen Krieger-Buff. Und Doppelchucks. Dreht euch! Oh, kein Timeout kam, sondern ganz viel Liebe im Chat. Heute gibt's nur Law of Love, du bist gut drauf. Was ist denn los, Blend? Hast du etwa im Lotto gewonnen? Mein bester Freund. Ist das schlecht. Ja. Komm sogar du. Ich will auch Law of reinmachen. An Blend auch. Alter, Blend wird geliebt. Blend wird geliebt. Das ist krank. Wer wird gehasst? Auch Blend, lol. Ja, moin. Mir fast zu viel jetzt. Und Kealo. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, ehrlich gesagt, wird auch gehasst. Nee, für was gibt's keinen Timeout. Nee, nee, sowas machen wir nicht. Wir sind hier eine friedliche Gesellschaft. Wir machen mal von allem ein bisschen was. For the good feelings. Der Attack-Speed-Unterschied, der hat 100, 1,36 und der hat 1,2. Ja. Muss hier rüberkommen. Vielleicht ein Blitz mehr über die ganze Runde gesehen, ein bisschen Glück. Oh, Level 2er hier schon, ist krass. Level 2er Dawnbreaker ist böse. Mann, nicht auf 109 jetzt. Junge, diese Dawnbreaker war aber auch böse. Boah. Das ist brutal. Junge, der ist auf 0 Gold, der Typ. Also jetzt nicht mehr, weil er meine Streak hat, aber... Also mit der Streak ist er auf 8 Gold. Schlimm ist, auf seinem Feld habe ich sogar gewonnen. Das macht die Sache noch unangenehmer. Was für eine Website? Gibt's hier keine Links, die gepostet werden, Blend, ne? Sweet.find. Alter, das ist irgendwie sowas ganz, ganz, ganz Düsteres. Er hat sich das dann gekauft und hat man nicht mehr gemeldet. Ich hoffe, der ist nicht automatisch gebannt durch mehrere Timeouts oder so. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, er ist einfach eingeschnappt, weil er getimeoutet wurde. Ist gleich, Blend. Der war shady. Was? Oh, how the deep ones will fish. Schade, dass ich meine Streak verloren habe. Dann wird es jetzt wohl eine March of the Beast Action hier werden. Ich genau Blend seine Lieblings. Ich meine, March of the Beast sind schwächer, sind im Fire Blend ja auch nicht mehr so, aber eigentlich ist es genau Blend seine Favorite Runde so gesehen. Master of Beasts. I see. Genau die richtige Runde für so einen Blenderich mit March of the Beast. Hat er auch immer geliebt früher. That's very cool. Wir haben 100 Pärchen. Kommt die ganze Zeit Ex irgendwie noch an. Ich habe sogar einen schon gelöscht. 4 Orks sind ganz in Ordnung. Das ist ganz gut. Mann, ich muss heute noch aufräumen. Ich habe gar keinen Bock. Ich habe überhaupt keinen Bock. Überhaupt nicht. Hey, Wildschwack. Moin, moin. Hey, Wildschwack, dich habe ich auch länger nicht mehr gesehen. Habe ich das Gefühl, kann es sein oder bilde ich mir das ein? Moin, moin. Freut mich, dass Sie hier sind.
Die Runde gefällt mir gerade. Das wäre jetzt auch ein guter Abschluss für heute mit hier einmal 2x6er 6er Comp, einmal 9er Assassins. Eyes up, head for the quarry. Finde ich alles nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob Krieger oder Orks besser sind, ehrlich gesagt. Falls ich noch den hochziehen soll, ins Lader, gehe ich glaube ich eher auf Krieger wieder. Du hast nicht die besten Zeiten für Arbeitnehmer, das verstehe ich ja gar nicht. Wobei ich sagen muss, ich streame ja inzwischen eh nur noch zweimal in der Woche, weil ich nicht mehr öfter Zeit habe und es ist eigentlich aktuell und das ist auch jetzt generell, sollte so der Plan sein, immer sonntags und dienstags. Und sonntags, also dienstags verstehe ich's, da habe ich einfach Zeit, weil ich da frei habe und sonntags, gut, da hat man auch andere Sachen vielleicht mal vor, wenn man Familie hat und so sowieso. Aber Sonntag, vormittags haben ja die meisten dann Zeit, die jetzt nicht gerade irgendwie sagen, ich will jetzt was anderes halt machen, aber sonst arbeiten die halt nicht. Hallo lieber Wildschwack. Alter, was ist denn bei Blend los? Blend hat wirklich im Lotto gewonnen oder so. Sorry, ich zieh das jetzt durch. Junge, was ist denn da los? Willst du uns nicht erzählen, warum es dir so gut geht, Blend? Hast du eine Frau kennengelernt? Oder hast du im Lotto gewonnen? Oder beides? Ich bin froh, dass ich euch erwische. Das freut mich doch zu hören. Da lache ich doch glatt. Das ist mir irgendwie suspekt, dass der Blend so gut drauf ist. Ich kenne ihn gar nicht gut drauf. Ich gebe es trotzdem auch, wenn er einen großen, eine langsame Tech-Rate hat, der dann lebt am längsten, der Kollege hier. So. Oder eine Frau am Lotto gewonnen. Ja, man hat das eigentlich nur gemacht, weil Crystal und Graffer das unbedingt wollten, aber jetzt muss ich wohl durchziehen. Ja. Bist ja jetzt recht spät gekommen, das heißt, du musst nicht so lange durchziehen, zum Glück. Guck mal, Ben, ich habe sogar für dich March of the Beast ausgewählt, ne? Als du das mitbekommen hast. Krieger und March of the Beast kann doch nicht besser werden. Könnte nicht besser sein, sei ehrlich. Ey, dass ich Runde 9 verloren habe, ist so dreist. Ich hätte so eine fette Streak, hätte ich Runde 9 nicht verkackt. Wir wollten auf 80 Gold sparen, auch mit Great Vault. Also ein Level können wir noch, glaube ich, gehen. Bis Runde 20, aber Level 8 schaffen wir nicht mehr. Oh, da ist Jenny Gen noch. Ja, das ist, stimmt schon, das recht. Wobei man, ich meine, trotzdem in Runde 15 ja richtig viele Gegner hat, in Runde 15, und man bekommt dann nochmal ein kleines Relikt, ist doch auch in Ordnung. Und wenn man ein bisschen mehr killt, vielleicht bekommt man zwei, drei Items mehr insgesamt dadurch. Und mehr Kohle halt. Runde 15 lohnt sich wegen der Kohle halt. Und die ist halt easy zu machen mit Warrior, weil von Runde 10 bis 20 finde ich mit Doppelgegnern schwierig. Also Runde 25 finde ich vor allem schwierig mit Doppelgegnern, mit Warrior. Weil die ja diesen Magic Damage drücken. Oh, ich bin ganz zufrieden damit. Ich bin gerade eh stark und kann es leisten. Ich kann es mir leisten. Wollen wir jetzt auch trotzdem immer noch. Ja, das wollte ich auch sagen. Gibt es nachher auch die. Ne, okay, man kann nicht günstiger verrohen, leider. Das gibt's nicht. Mich ärgert, dass ich die Streak verloren habe, weil jetzt inzwischen würde ich ihn, glaube ich, easy besiegen. Ja, der ist nicht mehr wirklich stärker geworden. Zumindest ist es nicht krass. Warte mal, ich kann Level Up gehen, weil ich ja doppelte Gegner auch habe. Dann habe ich auch mehr Kohle, die ich zurückbekomme. Ja, das war jetzt nicht ganz so akkurat. Keine Ahnung, ich glaube den Ex kann ich auch nachher irgendwann wieder löschen. Gab es Legendary Warrior eigentlich schon? Ja, zumindest den schon mal. Heißt, wir könnten 4er Biester zustellen nachher noch. Auf Level 10. Aber eigentlich will ich hauptsächlich wieder auf Doom und Conquer 3 rollen. Das ist so das Wichtigste. Es gibt kein Iron, aber es gibt Family Discount. Oh, der sieht gar nicht gut, der Slader. Oh, der hat auch noch geultet. Ich hoffe, dass er lieber reinläuft. Ja, aber es reicht doch. Wir machen halt keinen Schaden gegen Krieger, das ist krass. Junge, ich bekomme kein einziges Item, ist das euer Ernst? Soll ich was rumschreien? Ich habe ein Item bekommen gegen 10 Wölfe. Ist das schlecht? Sorry, ich nehme das Mana lieber mit. My deepest thanks. My deepest thanks.
Livestream wäre übrigens auch ein Ding gewesen, vielleicht. Weil auch wegen der Mind-Control-Geschichte. Also die Items waren gerade frech. Ich glaube, ich bekomme aber in Runde 20 viele Items, oder? Dann war doch irgendwie so, dass man ab einem gewissen Creep bekommt man dann so und so viele Items. Vielleicht bekomme ich einfach in Runde 20 mehr Items gedroppt. Aber das war jetzt echt lächerlich. Ich habe ein einziges, ich habe natürlich jetzt ein, also ich habe nur ein Item bekommen. Normalerweise bekommst du so eine meisten, normalerweise oft auch schon zwei Items in Runde 15, oder nicht? Also ich hatte ja wirklich null Vorteil dadurch. Außer diese eine extra Kiste, in der... Was war da gerade drin? Die Evasion, glaube ich, war da drin. Die Evasion. Dass du eins bekommst als zwei. Das ist echt lächerlich. Ich glaube, ich trenne mich zumindest von ihm schon mal. Und von ihm mache ich ihn rein. Ihn mache ich ihn. Ja, ich weiß nicht so genau, ob ich... Ja, wobei ja ein Level up und dann nochmal gleich die vier die Orks eine Weile playen, ist schon nicht dumm. Ich muss halt erstmal bis Runde jetzt 20 chillen, weil ich den Zweifel wirklich mit Great Wall noch zocken möchte. Vielleicht bekomme ich aber auch gleich Magic Steeds, dann ändere ich ganz meinen Plan, dann gehe ich lieber auf Magic Steeds. Weil man auch mit Family Discount spielen könnte. Bis Runde 25 chillen, bis dahin einfach Level 9 gehen und dann Family Discount grinden. 10 Runden. Oh, der Ding ist gefährlich. Und ein Kunkerschiff noch. Und den auf 2 und den Medusa Stun. Der Stun hat Schaden. Und der Stun ist leider schon verbraucht. Ich bin es halt einfach trotzdem noch, obwohl sein Team eigentlich kompletter Counter gegen mich war, gefühlt. Ah, gewinne ich das wirklich? Aber warte mal, ich habe einen Punkt nachgespawnt. Ich gewinne das, glaube ich, oder? Wobei, der Shot... Oh, das Schiff kommt nicht mehr raus. Ich habe echt gewonnen, das ist crazy. Dass ich das gewonnen habe, ist krank. Das sah gar nicht danach aus. Der Chan hat mir den Arsch gerannt mit dem Kunker auch. Wangs. Trust in the Warriors. Auf jeden Fall. Ich bin immer am Trusten. Mir fällt leider kein schlechter Choke ein. Ich hab grad ein dummes Wortspiel bringen, mir ist keins eingefallen. Oh oh. Oh oh. Kunker also schon am Start. Oh ja, der ist richtig Kohle. Bei Jan wird's gleich richtig heavy. Der hat einen ganzen Garten hier gepflanzt. Und Level 8 ist er auch schon. Enchanted, I'm sure. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Ich habe quasi gerade ein Gold gerollt. Doppelgegner gleich nochmal. Gewinne ich gegen den Doppelgegner damit easy oder sollte ich auf safe ein Level abgehen und den Blattsieger stellen? Und ich merke aber, dann bin ich aber vom Gold so weit runter, dass ich dann Great Wall länger warten muss. Würde es kein Great Wall geben, hätte ich das safe gemacht, allein um damit ich jetzt die Runde auch stärker bin. Ich glaube, die Runde gewinne ich eher und die nächste Runde müsste ich auch gewinnen. Wir alle Medusa schon haben. Mir fehlt Damage. Ja, das war 2, kein Chiron 2. Aber Chiron hat 2, ziehe ich nächste Runde im Roll schon. Ich meine, das könnte knapp werden, das war eigentlich ein Spaß. Ich meine, ich kann Level abgehen und Zweifel und Blattsieger einfach stellen. Warum denn nicht? Und noch so viel Leben mehr, dann gewinne ich auf jeden Fall. Und ich kann trotzdem relativ schnell wieder auf Gold kommen. Wenn ich Great Wall ziehe, mache ich halt mit 60 Great Wall einfach. Und Wahrscheinlichkeit auf Great Wall ist eh relativ gering. Komm, fuck it. Vielleicht mal Haskar noch rausnehmen.
for the quarry! Aber jetzt haben wir auf jeden Fall 6er Krieger, 4er Orks. Wir haben so viel Tankiness, das sollte reichen. Bloß ich spawn einer von den Viechern nach mit ihm. Jetzt sind wir locker safe. Wir haben auch genug Level 2er einfach. Das Ding ist halt, die werden keinen von mir tot bekommen. Ich werde zwar ewig brauchen, aber der wird nichts von mir killen. Es werden alle 8 Units werden noch stehen am Schluss. Okay, außer die 2 Mini-Teile vielleicht. Okay, nehmen wir die 2 Level 1er vielleicht drauf aus der Rechnung. Aber die Level 3er werden alle stehen. Okay, so dass nur ein Level 1er stirbt. Guck mal. Sogar nur ein Level 1er ist gestorben. Was haben wir hier? Wir haben echt Great Wall, ne? Ich dreh durch. Das denke ich jetzt mit Great Wall, ich glaube schon. Are you ready to rumble? Ja, komm. Ja, sag ja, Runde 25 haben die 900 Krieger am Start spätestens. Muss nur noch einen ziehen. Jan ist natürlich jetzt auch heavy am Stissel unterwegs. Könnte es auf Faces vielleicht switchen, keine Ahnung, was ist da, was der Plan ist. Hab nur Level 1 aktuell, aber noch. Wir werden noch schön den Jaren nochmal hochziehen. Ja, könnte echt knapp werden, hat auch nicht mehr viel Gold. Man muss es auch gleich all-in gehen, wenn er da jetzt nicht irgendwie 2, 3, 4 Level-Dinger hochziehen mit dem Gold. Wird's richtig schwierig, glaube ich. Das war vielleicht wieder sogar so ein Ding, wo Level 9 ein Fehler war. This was a big mistake. Ja, ich mach sogar auf 80 Gold, schon habe ich nur eine Runde dadurch die Dings Gold verloren gerade. Da stehen wir noch gut da. Winning Streak. Das noch und dann Level Up gleich. Da läuft irgendwie Musik draußen. Wer spielt da Musik ab? Ja, guten Tag. Ich möchte gerne Ruhestörung melden. Wir haben 10.46 Uhr, da schlafen manche Rentner noch. Also warte mal, Rentner schlafen da gar nicht mehr, ne? Ich glaube, das war's. Hier werde ich richtig viel gestunt die ganze Zeit. Mit 9er Wall hätte ich so easy gewonnen. Gut, ich hatte den gedodged, glaube ich. Mit dem Sprung habe ich den gedodged, kann das sein? Ich muss noch eine Ult schaffen, damit das möglich ist. Ah, scheiße, der Sniper, ey. Ach man. Das war sick. Der Dodge war krass in dem Sprung. Time to shove off. Ich weiß halt nicht, ob ich den Buch schon sammeln sollte. Nee, ich sammle den jetzt noch nicht. Ist halt der Gedanke bei mir, dass ich nachher auf Level 10 gehe irgendwann und dann 4er Beast stelle. Das sieht bis jetzt bei Jan eigentlich aus, hat er Sachen fertig gezogen. Oh ja, den Shroud, der kann sich ein bisschen mehr Zeit lassen noch. Disruptor. Jo, bis dann, Graphite. Dir auch viel Spaß. Jo, nächster Stream wird Sonntag sein, hoffentlich. Also früher auf keinen Fall. Ich muss die nächsten 4 Tage jeden Tag arbeiten bis 19 Uhr abends. Aber wenn alles glatt geht, ganz normal Sonntag, nächster Stream, ja. Viel Spaß dir. Ciao, ciao. Jetzt habe ich eh nochmal verloren. Okay, jetzt bin ich eh too weak. Man hat noch einen Faces-Switch aus bei ihm. Das ist wahrscheinlich die einzige richtige Hoffnung irgendwie. Es dauert halt wieder, bis ich richtig das Snowballen kann. Das nervt ein bisschen.
verliere meine Gold. Hä? Ach, da unten. Das muss jetzt halt gleich mit Grey Wall dauern. Halt erstmal länger, bevor ich dann richtig stark werde. Dann bin ich dafür richtig strong. Aber nächste Runde kann ich die Warrior schon reinbekommen. Ja. Kann dann diesen nochmal 6 Gold, die ich löschen kann. Dann können wir. Das machen wir als Dismiss. Ich glaube, den Dismiss. Oder wir machen. Naja, ich mache raus, ich mache sogar den Dismiss. Da habe ich nur einen Vierer ausgeschlossen. Aber dafür noch ein Legendary und es kostet weniger Gold, als die Goblins zu dismissen. Ich will die auch noch Prime ziehen. Da gibt es noch irgendwas anderes richtig krasses. Schade, dass Newman, das Glück an Newman ist immer bei sowas. Die Beast kann ich wegen Liken nicht dismissen. Liken will ich noch haben. Es entscheidet sich halt zwischen. Ich meine, das wären halt zwei Stück, die ich rausnehme, wäre schon auch cool. Allein ist gar nicht so schlecht. Ich antworte gleich auf die Frage. Ich muss nur kurz mich konzentrieren. Also was arbeitest du? Habe ich schon öfter gesagt, ich arbeite in der Kundenberatung in der Möbelbranche. Genau sage ich es nicht. Also ja, Kundenberatung, Möbelbranche ist ja schon relativ genau. Aber jetzt wo genau und hier und was? Ich will ja ein bisschen Privatsphäre auch. Sehr teures männliches Escort, das wäre cool. Ja, wobei. Nein, ich bin ja vergeben. Da geht es nicht. Erstmal freuen, es wäre cool. Also die Runde hätte ich mit doppelten Dingen, glaube ich, nicht gewonnen. Ich könnte mal langsam ins erste Legendary Item vielleicht zu gehen. Ich nehme das schon mal für Doom mit. Ich glaube, ich mache sogar den Dismiss doch hier. Einfach damit ich die Vierer besser ziehen kann. A wolf in man's clothing. Schon mal. Da wollte ich auch nicht wissen. Okay, okay. Dann ist ja gut, mein Freund. Mi amigo. Was ich gleich nehmen davon. Ich glaube einfach die Blitze, Gossamer Cape und Bracer und halt die Mana-Sachen. Ich will einen Legendary bauen. Entweder will ich die Sense haben für Kunkka, für den krassen. Oder ich will einfach Assault Kurais haben. Das wäre natürlich auch gut. Ich habe Zeus bestimmt bei Jan. Mir gleich schon, der wird mir gar nicht angezeigt, bei keinem bisher. Hä? Also ich habe auch Zeus gehört, ich sehe den bei keinem angezeigt. Hat bestimmt ein Rubik die Ult von Zeus oder so. Okay, was machen wir, Leute? Ich glaube, random machen wir nicht, aber wir nehmen irgendwas von den Sachen hier jetzt. Sollen wir Mirror Schild nehmen für richtig freche Action?
Doch, oder Aga. Aga wäre halt für den einen Dude hier. Out of sight. All enemies fall at the whim of my time to shove off. Damnation rises. Step lively now. Your admiral is on board. Ja komm, mit dem lohnt sich jetzt irgendwo auch. Thanks to you. Mittiger stehen. Das freut mich doch, wenn Kunkka die hier bekommt. Ja, mich auch. Mich freut das. Also Kunkka 3 jetzt mit einer schnellen Ulti rauskommt. Mana ist, glaube ich, ganz cool. Ich denke, das kann man machen. Sollten die ersten Leute auch mal sterben hier. Wir haben den rausgeholt, der uns rausgehauen, der uns vorher in Runde 9 die Suite geklaut hat. Das ist Karma. Das ist Karma. Oh, 3 Leute in einer Runde raus, das ist crazy. A wolf in man's clothing. Warum ich den Mars noch spiele, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich gehe noch ein Level ab, ehrlich gesagt. Warum spiele ich den Mars noch? Jetzt habe ich nicht einfach irgendeinen anderen Krieger statt dem Mars behalten. Ich spiele eh keine Gods. Aber gut, ob ich jetzt den Mars habe oder den Centaur oder den Slada, ist egal, wäre cool, wenn hier noch einen Warlord freigeschaltet wird, das war natürlich ein Killer. Gucken wir mal, dass wir noch ein Biest reinbekommen. Vielleicht schon den Ding mitnehmen müssen. Vielleicht droppt mir gleich jemand Gold noch, wenn jemand rausfliegt. Wobei der hat nicht so genug Gold und so. Junge, dieses Kunkka-Schiff. Also Aga war schon richtig. Ich habe nur durch Aga gerade die Runde hier geholt. Sonst hätte ich hart kassiert, glaube ich. Oh, Jan ist echt wieder auf Schaman, ne? Der ist gar nicht auf Faces unterwegs. Noch einmal Great Vault mitnehmen, gleich Level up pushen, dann könnten wir mit Family Discount versuchen, unser Team fertig zu machen. Hogwarts Legacy 60% reduziert. Kannst das empfehlen, Paul? Boah. Also ich meine, das Game ist schon geil gewesen. Ich weiß nicht, das ist wieder der Joke. Ich habe das so früh aufgehört zu zocken und so im Stream alles und so. Ich habe es privat nicht weitergezockt. Ich bin einfach nicht so der krasse Story-Zocker eigentlich. Aber ich fand das Universum finde ich mega cool gewesen. Auch am Anfang, als man dann nicht Hogwarts rausläuft, dann auf diesem Gelände von Hogwarts rumläuft. Das war halt geiles Gefühl. Das war eigentlich das Coolste am ganzen Game. Nur, ich bin halt, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Story-Zocker. Wenn du Story-Zocker bist, glaube ich, ist es ganz geil. Das ist das Falsche leider. Mit so viel anderen Scheiß. Mach ich jetzt random oder versuche ich mit den Magic Seeds ein bisschen auf Gold zu sparen? Ich könnte mit den Magic Seeds versuchen ein bisschen zu gehen. Das wäre safer. Time to shove off. Ja, scheiß drauf, dann halte ich ein paar Turn-Ups einfach. 3 Gold schon mal instant bekommen. Hier versuchen wir direkt einen. Boah, ich glaube, einen Blinkdecker finde ich sogar ganz cool. Thanks to you. Todesband hinbekommen. T-Warrior, Alter. Zu OP einfach. GG's. Ist immer noch irgendein Legendary nicht freigeschaltet. It's your
Weiß aber nicht welcher. Step lively now. Your Admiral is on board. Das Problem ist, wenn ich einen Hook auf 3 bekomme, dann ist das Ding nicht mehr so geil, das Aga. Aber trotzdem macht es plus 40 Magic Damage. Eine klassische problematische Situation. Schade, dass ich mir so viel Zeit von meiner YouTube-Videos so ein bisschen. Ja, also jetzt kommt auf jeden Fall jeden zweiten Tag kommt auf jeden Fall eine YouTube-Folge aktuell. Noch ich habe jetzt heute aus 4 Matches habe ich heute sogar 4 Runden rausgezogen. Ich könnte theoretisch also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ne, ist doch wieder. Ich mache es trotzdem mit einem Zweitagesrhythmus erstmal. Und falls es dann richtig gut läuft, falls nächstes Stream wieder am Sonntag gut läuft, kann ich vielleicht sogar irgendwann wieder einen Eintagesrhythmus switchen. Wenn es immer so gut laufen würde wie heute, dann wäre das kein Problem. Aber ich kann dir ein Geheimnis verraten: Es läuft nicht immer so gut wie heute. Ich weiß, es ist ein krasses Geheimnis. Also, es kommt auf jeden Fall. Immer jetzt im Zweitagesrhythmus weiterhin folgen. Nur jeden Tag aktuell ist einfach zu. Das geht. Also ich habe einfach nicht so viele und wenn ich jetzt auf Zwang jeden Tag einen mache und dann Samstag fällt ein Tag aus und dann streame ich Sonntag und Sonntag läuft viermal scheiße oder es crasht wieder, habe ich danach gar keine Folgen mehr. Also erst wenn ich wieder einen gewissen Teil angesammelt habe, dass ich wirklich mal ein bisschen im Plus bin von den Folgen, dann werde ich wieder mal für eine Zeit auf einen Eintagesrhythmus ändern. Aber mit Kind und ich kann noch 2 Tage die Woche streamen, bis Sonntag, Dienstag werde ich versuchen durchzuziehen weiter, solange es irgendwie geht. Aber je älter das ist, ich habe irgendwie gedacht, in meinem Kopf habe ich irgendwie gedacht, mit dem Kind am Anfang ist es so richtig anstrengender und mit der Zeit wird es chilliger, wenn das Kind älter wird. Aber eigentlich, je älter das Kind wird, desto mehr Arbeit ist das Kind. Ich versuche jetzt mal nochmal irgendwas fertig zu machen. Ich weiß, es ist natürlich nicht smart. Warte mal, war Shakiro der Letzte oder den gab es vorher, glaube ich schon, ich weiß es gar nicht. Den ist Sven war der Letzte. Time to shove off. Enchanted, I'm sure. Damnation right. Thanks to you. Okay, immerhin gucken wir noch auf 3. Auch als Kuba 3 hat zwar Dings, aber egal. Ist trotzdem cool. Immerhin den Kunk auf 3 gehabt am Ende und noch einen Fuhren hat gefehlt für die. Auf Dinger, auf Spellprism, auf Buben ist auch nicht schlecht. Aber das Schiff macht halt alles. Ich habe eine 4er Punkte geholt einfach am Start. GG! Sehr, sehr schön. Also das waren gute Runden heute. Wir haben wirklich dann von 4 einzelnen Runden waren wir einmal Dritter und dreimal Erster. Ich bin mal gespannt, wie wir am nächsten Stream dann eingerankt werden. Da bin ich echt gespannt. Schade, dass wir das heute nicht mehr sehen, aber so ist es eben. YouTube-Zuschauer, lassen Sie gerne ein Like dafür, diese wundervolle, wundervolle Runde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut's rein!